Ja, dann irgendwann. Ich muss erst mal machen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben letztens einen Megas Vlog gemacht. Ich glaube, wenn das Video online kommt, gibt es bestimmt schon den Duschgel-Test online. Und wir haben die Gläser ergaunert. Aber eigentlich, als ich die Gläser holen wollte, ging es mir darum, diesen Spicy... Nee, Guacamole... Crispy Chicken Spicy Mega Guacamole. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Irgendwas mit Guacamole, Spicy, Spicy Guacamole, Crispy Chicken. Irgendeinen Hähnchenburger wollte ich ja mal testen. Den gab es dann aber nicht, als es die Gläser gab. Jetzt sind wir spontan mal hier gelandet, nachdem wir das Mariechen abgeholt haben von der Schule, die hier rumhüpft die ganze Zeit. Das Muttertier ist auch dabei. Ich will was. Hallo Muttertier. Und wir gehen jetzt mal rein und gucken, ob es den Spicy Guacamole gibt. Ach ja, die will irgendwie so ein komisches Schleichtier haben. Mit Tapfin. Ich hab doch immer einen Schleicher dabei, guck. Hallo. Hallo. Hallo Muttertier, ja. Hier, Fobi, jetzt kannst du es wieder. Ja, gerne. Wenn ich jetzt hier diese komische Treppe hochlaufen kann. Toll, die ganzen Ballons sind weg. Wenn die muss auch das Türgeräusch machen. So, eigentlich habe ich gerade drin gesessen mit dem Muttertier und Marie, aber die schlagen sich schon wieder die Köpfe gegenseitig ein. Deswegen habe ich mich jetzt kurz mal rausgesetzt. Hier ist auch einfach die Belichtung besser. Und ich verstehe es nicht, was ist bloß bei McDonald's los? Letztens Happy Meal genommen, hat Marie auf dieses komische, pinke, ich weiß nicht mal, was es ist, sie sagt Bär gedrückt. Was hat sie bekommen? So einen schwarzen Puma, der extrem böse und aggressiv aussah, dann sagen die, da haben sie das Falsche gewählt. Da können wir ja nichts dazu. Jetzt drückt sie auf das grüne Pferd und kriegt natürlich das pinke Pferd. Also das kann definitiv nicht sein, dass wir uns verdrückt haben. Da muss irgendwas im System nicht stimmen. Egal. Irgendwann fliegt sie eh in die Tonne. Ihr wisst ja immer, wie das ist. Gleichzeitig gab es noch ein Ding. Ich habe extra ein Menü genommen jetzt dafür, weil ich mich daran erinnert habe, dass der Hannes doch unbedingt das schwarze Glas wollte. Beziehungsweise Hannes Black, ihr wisst, steht da mit seinem Namen für. Habe ich gedacht, wenn ich eh ein Menü nehme und noch mal ein Glas kriege, obwohl wir keins brauchen, nimmst du ein schwarzes Glas für einen Hannes. Und was ist gekommen? Nix. Bestellung war fertig alles, kriegst du alles an den Tisch geliefert. Und was hat gefehlt? Natürlich das Glas. Falsches Tier, kein Glas, alles. Jetzt muss ich noch fünfmal vorlaufen, damit ich endlich auch die Sachen kriege, die ich auch bestellt habe. Keine Ahnung warum, alles bisschen verworren. Haben wir jetzt auf jeden Fall hier eine schöne Cola Zero, eisgekühlt, ohne Zucker. Trinke ich halt in letzter Zeit am liebsten mit, wenn man hier ist. Dann natürlich diese Netzkartoffeln, die richtig fett und brutal aussehen. Guck mal, die ist so groß wie mein Kopf, zumindest wenn man die bisher vorhält. Die finde ich richtig gut, besser als Pommes. Dann aber den Burger natürlich, jetzt habe ich auch den Namen mal gesehen. McCrispy Home Style Spicy Guacamole oder so ähnlich. Den wollten wir ja testen, den gucke ich mir gleich noch mal genauer an. Und ich habe gesehen, es gibt auch neue Dips neben dieser Spicy-Soße, die als neu drin steht. Ich glaube, die haben wir beim letzten Mal als erste Mal gehabt. Stand hier auch Cajun-Soße. Ich habe keine Ahnung, was Cajun-Soße ist, aus was die besteht. Eigelb, Senfsaat, okay. Schauen wir uns mal an, wie die schmeckt. Aber erstmal gucken wir uns den Burger an. Ach Quatsch, wir machen einfach die Cajun-Soße auf und probieren erstmal ein Netz, damit der Burger bis zum letzten bleibt. Sieht auf jeden Fall cremig aus. Diese Spicy Soße hat, glaube ich, beim letzten Mal so geschmeckt wie die, die sie auf den normalen Chicken Burger machen. Bisschen süßlich, bisschen schärflich. Und das sieht halt aus wie Senfsoße, nur statt gelb eher orange, dick. Da tun wir jetzt mal was rein. So. Uns extra hier ein kleines Stück genommen zum Reintunken. Einfach das ganze Ding dran gemacht. Schmeckt auf jeden Fall auch cremig. Aber ich glaube, das ist schon wieder so cremig, wenn du da den ganzen Bottich von isst, hast du direkt wieder Magenschmerzen. Also bleibe ich lieber bei der anderen, die irgendwie ja nicht so cremig ist, flüssiger, obwohl die auch scharf ist. Ich merke auf jeden Fall ein Bitzeln. Im Mund, das ist gut. Hier sehe ich auch kleine rote Punkte, die da drin rumfliegen. Also eine cremige, scharfe Soße. Zu dieser scharfen Soße, aber weil ich vergessen habe, wie die schmeckt.
probieren wir die einfach auch nochmal. Dippen hier mal rein. In die rote. Das sieht halt hier aus wie so Zigeunersoße, haben sie mal gesagt. Ich glaube, das Wort darf man gar nicht mehr nennen. Richtiges Lecho-Feeling oder wie so ein Tortilla-Dip. Genauso schmeckt das. Spicy, scharf, Tortilla-Dip, Soße, Lecho-Feeling in the house. Mal kurz einen Schluck Cola. Ihr seht, von wegen Strohhalm oder Pappdeckel braucht man alles gar nicht. Wir kriegen das einfach ohne alles. Und das funktioniert auch. Und jetzt gucken wir uns mal den Burger an. Denn eigentlich geht es ja um den Burger. Der kommt in einem braunen Karton mit einem braunen Deckel, mit Sesam drauf und keine Ahnung was, das Schwarze ist, Kümmel, ne, wahrscheinlich nicht, scheint einfach was anderes. Ihr habt ja Jalapenos drauf, die sehen sehr gut aus. Ganz viel Jalapenos und rote Matschsoße mit Zwiebeln auch. Sieht aus wie Tomatensoße mit Zwiebeln, wie man es früher aus der Schulkantine kennt. Guacamole, eben das Grüne. Und dann habt ihr hier noch eine verdörrte Salatscheibe, eine Plastik-Käsescheibe drauf und auf jeden Fall das Chickenfleisch hier unten. Ich weiß nicht, ob im unteren Bereich noch irgendwas liegt. Wir können das ja mal hier hochheben. Nee, unten drunter ist nichts. Unten drunter ist es trocken. Das heißt, der Spice kommt durch die Jalapenos, die hier oben drauf sind. Das Chicken sieht auf jeden Fall gut aus. Sehr knusprig. Ich hoffe, das ist nicht zu trocken. Den probieren wir jetzt fürs Thumbnail mal kurz so reinhalten, obwohl wir können das mal hier so noch anheben, so. Und jetzt mal reinbeißen, ich bin gespannt. 7 Euro noch was, 7 Euro für den einen Burger. Irgendwie habe ich komplett den Buttergeschmack in der Fresse. Ich weiß nicht, wovon das jetzt kommt. Vom Käse, von der Panade, von sonst was. Sie, wenn sie die McPlant Nuggets immer in der gleichen Fritteuse haben und die auch extrem nach Butter geschmeckt haben. Ich glaube, das kommt wirklich durch die Panade und das Frittierte von dem Hähnchen. Spicy merke ich jetzt eigentlich nichts. Das Fleisch ist zart, okay. Bisschen saftig, aber spicy. Ich muss mal noch mal hier in die Ecke beißen, direkt auf die Jalapeno. Ja, die Jalapeno hat man jetzt ein bisschen geschmeckt. Man hat jetzt auch deutlich die Guacamole-Creme gemerkt, die sich verteilt hat im Mund, die aber trotzdem unscheinbar daherkommt. Ich habe mir da jetzt mehr erhofft, weil ich von vielen gelesen habe, dass sie sagen, das ist endlich mal wieder ein geiler Burger, den man sich bei Mc's gönnen kann. Aber ganz ehrlich, für 7 Euro ist mir das dann zu teuer und hat mir zu wenig Geschmack. Denn es schmeckt fast wirklich nach gar nichts. Hähnchenfleisch sowieso immer wenig Geschmack. Da musst du viel mit den Soßen immer rumhantieren, damit du da einen richtigen Geschmack hast. Den Käse merke ich gar nicht so. Das Buttrige von dem Frittierten kommt durch. Ich glaube, ein ganz normaler Chicken Burger ist für mich, reicht mir da schon aus, wenn ich mal auf einen Hähnchenburger Bock habe oder eben der Classic Chicken, Mac Chicken Classic mit der weißen Soße, was ein bisschen cremig ist, aber auch frisch und viele Sachen drauf, gerade mit der Tomate auch dazu. Hier bin ich ein bisschen enttäuscht, schmeckt, aber ist irgendwie nichts Besonderes, sagen wir mal so, für 7 Euro mir dann zu teuer. Und Hannes, denk dran, wenn du das nächste Mal kommst, dieses schwarze Glas, das ist für dich, das habe ich jetzt für dich mitgenommen. Und Marie muss ich gleich noch ihr Pferd wieder reinbringen. Die ist uns ganz traurig. Habt ihr den auch schon mal probiert? Was ist eure Meinung? Schreibt es mal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Mmh.